Willkommen hier zurück bei The Long Dark. Für mich wieder in einer neuen Aufnahmesession. Ich nehme ja zurzeit sozusagen jeden Tag auf, dass ich etwas vorproduzieren kann, weil nächste Woche Gamescom und so. Und weil wieder einige gefragt haben, es soll eigentlich noch ein Infovideo kommen. Aber es kommt auch ein Vlog zu Gamescom und während der Gamescom. Der Chris hat uns jetzt einen Instagram-Account gemacht und ich glaube, der Chris hat sogar ein Bild irgendwie schon irgendwas hochgeladen. Ich habe keine Ahnung von Instagram. Ich weiß nicht mal, was ich da hochladen sollte. Aber ich denke mal, während der Gamescom werden da ein paar Bildchen vielleicht auch auftauchen. Ich schaue mal, ob ich das hinbekomme. Und ja, deswegen, da kommt aber noch ein kleines Infovideo drüber, nur weil oft gefragt wird. Auch halt so auch nochmal wegen Amerika. Also während der Amerika-Reise wird kein Vlog kommen, weil ich keine Technik in dem Sinne mitnehmen kann oder besser gesagt will, außer mein Handy. Und ich glaube, wir haben irgendeiner hat ein Tablet mit dabei oder so. Aber wie gesagt, ich will auch ein bisschen ne, das da auch genießen und Urlaub haben und mich dann nicht da noch sitzen und irgendein Vlog schneiden. Das mache ich alles danach. Aber so kleine Videos auf Instagram werden auf jeden Fall so kommen. So, keine Ahnung, wie man den ersten Campingplatz, wie ich im Bach stehe oder wie man das erste Mal die Campingtoilette mit entleert, keine Ahnung, total interessante Dinge. Aber ich glaube, für die Leute, die gerne auch mal so was machen wollen, ist es, glaube ich, ganz interessant. Also ich finde sowas sehr interessant. Ich gucke mir zurzeit gerne Campingforen und sowas an. Deswegen ist sowas wie Campingtoilette nicht entfernen, sondern sauber machen wirklich sehr interessant. Aber das ist heutzutage so hochst modern, dass das wirklich, ne, es klingt eklig, ist es aber eigentlich gar nicht, weil es eigentlich nur noch Schläuche anschließen ist und die richtigen Knöpfe drücken, fertig ist. Wir haben halt ein hochmodernes Campingmobil, was letztes Jahr, das ist vom letzten Jahr, dieses Campingmobil. Ja, ist ja auch egal. Jetzt zurück zu The Long Dark, um Gottes Willen, ich verquatsch mich hier. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, weil da ein paar Mal in den Kommentaren was aufgetaucht ist oder Fragen aufgetaucht sind. Wir sind bei The Long Dark und wir haben leider eine etwas traurige Geschichte von der Grey Mother erfahren. Die Grey Mother heißt eigentlich Frau Barker und lebte nicht mehr mit ihrem Mann, den Herr Barker, zusammen, weil die kleine Lilith Barker gestorben ist bei einem Kletterunfall. Wir haben jetzt von mir so nett benannt Omi einen Schlüssel bekommen, um die Kletterausrüstung von der guten Lilith an uns zu nehmen. Und das tun wir einfach mal, würde ich sagen. Fünf Kilo. Mein Herz, wie soll ich das denn alles schaffen? Nein. I need to drop something. Abgenutzte Mackinaw-Jacke. Schwere Wolljacke mit typisch kanadischer Ästhetik. Bei Jägern und Holzfällern gleichermaßen beliebt. Getragene Klettersocken. Oh, Lillys Karte. Lillys Karte nicht. Hier steht, da an dem Grab stand Lilith, oder? Und hier steht Lillys. Eine Karte von Lillys Kletterroute, die aus Milton herausführt. Moment. Moment. Wo? Da oben ist Milton. Da unten ist die Tankstelle. Doch, ist der Trialfahrt, oder? Ja. Stand vielleicht hinten? Kapitel 4, das verlorene Paradies. Wann kamen denn die anderen Kapitel? Das verlorene Paradies. Mal ganz kurz was gucken. Der Scheißschlüssel. Finde den Kletterbereich am Rande von Milton. Okay, den haben wir an sich schon mal gefunden gehabt. Haben jetzt. Wo ist denn die andere Karte? Kann ich jetzt zwei Karten irgendwie haben? Danke, Lord Commander, dass du da auch das gelesen hast mit den Sauen und so. Danke. Komme ich mir nicht ganz so blöd bei vor. Wo ist die Karte? Wir müssen gleich da nochmal. Oh, ich muss niesen. Oh nein. Die sind sogar besser selbst. Okay, wir sollten uns nochmal um diese Klamotten nochmal kümmern. Das machen wir sofort gleich. Ich muss. Wo ist denn die Karte? Wo soll die denn sein? Da ist sie. Da ist sie. Ich wollte nämlich.
Was ist denn das hier hinten? Ist die einfach nur wie, als ob die umgeklappt ist, sozusagen? Ja, oder? Ja, sollte so sein. Ich habe nämlich mal ganz kurz nachgedacht, nämlich dieser eingestürzte Tunnel. Ist das vielleicht vom Rätselsee? Beim Rätselsee gibt es doch auch diesen eingestürzten Tunnel. Ist das das Gegenstück dazu? Kommen wir dann beim Rätselsee raus? Das wäre witzig. Wäre witzig. Gut, ich glaube, wir haben hier alles. Und wir sind jetzt... Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich das Zeug mitschleppen soll. Ne? Ich weiß es einfach nicht. Das Ding ist, wir können überladen... Also, wir müssen darauf aufpassen. Beim Klettern dürfen wir kein Mühe überladen sein. Wir können nicht mal mehr runterklettern, wenn wir über 30 Kilo sind. Das ist wirklich toll. Und wir dürfen nur bis 30 Kilo sein. Wir können aber das Seil immer raufrechnen, weil wir werden dieses Seil los... Also, wir bekommen das... Also, das geht ja dann weg, das Seil, an diesem Kletterstein. Also, können wir sozusagen mit 35 Kilo losgehen und haben dann genau 30 Kilo. Wir könnten... Something to eat. Wir können sogar mit mehr losgehen, so wassermäßig oder so, ne? Das können wir immer noch ablegen oder halt trinken in der Zeit. So, was ich jetzt mal mache... Och, Omi. Alles. Vertrauen, Story. Ich denke, da haben wir alles, oder? Lass mich in Ruhe, Fremder. Dein Schicksal in dieser Welt ist nicht mehr mit meinem verbunden. Ach, Omi, Mensch. Tut mir allzu leid. So, die Kaninchenpelze nehme ich mit. Die sind sogar getrocknet. Da war die Därme, die... Hier sind Därme, da in dem Haus sind Därme. Därme kriegen wir immer wieder. Därme ist so eine Sache, wir brauchen die Därme noch nicht mal. Weil wir keine Blaupause haben, außer vielleicht die Schlinge, jetzt, wo wir einen Darm brauchen. Also, da mag die Hunde oder die Wölfe jetzt mal nicht verrückt. Ach, wie schön. Ach so. Ich gehe erstmal kurz zu uns nach Hause. Ich hoffe, mein kleiner Barker Wolf Remix hat euch gefallen. Ich hab das den Jungs, also ich hab das Steffen erzählt und er meinte, ey, schick mal rüber, ich mach dir da was raus. Ah, ich hab beim Rendern, hab ich mich nur kribbelig darüber gelacht, wirklich. Herrlich. Ist schon ein bisschen... Apropos, wenn ich gerade... Wartet mal, ich muss mal was gucken. Ich denke ja manchmal noch, zur Zeit ist ganz geil, dass ich jeden Tag aufnehmen kann oder will oder muss. Muss er nicht, das ist eher wirklich... Könnte die ganze Zeit eigentlich so Long Dark aufnehmen? Kennt ja nichts. Ich habe mir nämlich Fuchs das Jahr. Nee, da will ich nicht nochmal hin zurück. Ich frage mich immer noch, kann man hier so rüber zu dem Bauernhof? Weil Olissa Miga ja irgendwie meinte, es war das mit das Erste. Und der Wolf scheint bei euch ja auch irgendwie leicht verbuggt zu sein. Und wer war denn das, der das geschrieben hat? Was? Olles Amiga? Notkommander? Mit, dass der Wolf da sozusagen sein muss, weil da anscheinend erklärt wird, wie man sich Verbände anlegt oder dergleichen. Aber das hatten wir doch schon alles. Das hatten wir doch bei dem ersten Wolf hier hinten. Wisst ihr noch? Nachdem der uns angegriffen hat. Weil da es noch nicht funktioniert hat mit der Fackel, um das zu schmeißen. Das haben sie, glaube ich, rausgepatcht, ne? Der rennt, glaube ich, da jetzt immer weg, wenn man eine Fackel schmeißt. Weil... Park von Milton, das ist die Tankstelle. Der Bereich hier. Weil jetzt wir, ne? War es der letzte Part? Ja, ich glaube, es war der letzte Part, wo ich noch meinte, was ist denn hier hinten noch? Weil ganz ehrlich, so lahmarschig wie ich spiele. Was heißt lahmarschig? Ich mache halt alles, ne? Ich spiele halt so wie, also so halb, wie ich in der Sandbox spiele. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, weil ich habe daran Spaß. Ich glaube, ich würde gerne noch diesen Bereich hier erkunden. In der Hoffnung, in der großen Hoffnung, dass da noch ein Auto steht und... Also ich vermute einfach mal, ich bin total drauf festgefahren, dass der Schlüssel in einem Auto ist. Weil der war hier auch in einem Auto. Den einen Schlüssel haben wir erst gefunden als Omi. Wo war denn der erste Schlüssel?
Wo war der erste Schlüssel? War der hier in dem Haus? Aber Häuser haben wir halt nicht mehr, aber vielleicht finden wir hier noch Häuser? Obwohl, die wären eingezeichnet, ne? Ach komm, wir gehen da nochmal wie schlafnetzende Nacht und. Ich kann noch ein bisschen. Kann noch ein bisschen das. Das Sortieren vor mich hinschieben. Ja. Mache ich das? Ich weiß nicht. Ich glaube schon, oder? Weil ich weiß halt einfach nicht. Ich habe halt null Ahnung von dem Spiel. Ich weiß halt einfach nicht, was passiert. Wir klettern. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir zurückkommen können nach Milton. Und dann komme ich halt auch einfach nicht mehr her. Ich weiß aber auch nicht, ob es sich lohnt, diesen Schlüssel zu suchen. Ich weiß ja nicht, was in dem Bankschließfach drin ist. Das ist nicht so einfach, aber ich habe halt einfach den Ehrgeiz. Oh Gott, ey, wirklich. Manchmal nicht so schön, wenn man zu viel Ehrgeiz hat, ein paar Sachen zu finden. Wir haben ja ein paar davon. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Hat mal gesammelt, ne? Vielleicht hätten wir uns noch mal ein bisschen. Ich schlafe noch mal, um den Zustand hochzubringen. Ein bisschen Wasser machen können. Ein bisschen Wasser und eigentlich müssten wir auch noch. Erstmal, ich würde mir gerne erstmal kurz noch hier diese Sachen anschauen. Zum Reparieren. Die Zeit muss sein. Weil. Oh. Ja, wir müssen uns gleich Trinken herstellen. Weil, auf jeden Fall diese Socken. Reparieren wir jetzt mal. Und dann ist es gescheitert. Das ist ein Traum. So. Dann gehen wir dieses Menü rein. Was immer irgendwie seltsam ist. So, hier haben wir die. Zieh mal die Außen an. Warte mal kurz. Eigentlich müsste es doch was. 1 Grad. 0,5 Grad, okay. Ich will noch mal ganz kurz was. Ne, okay, ausziehen. Zieh dann die mal wieder an. Wir ziehen die hier an. Und die sind 98 und die sind 97. Also lassen wir die, die wir angezogen haben, da drin. Okay, erstmal dazu. Was war das hier, das Hemd? Okay. Ich denke mal, der könnte sogar besser sein, weil der hat jetzt schon nur bei 23% 0,6 und der... Ich repariere ihn einfach mal. Mackinaw-Jacke. Heißen die Teile so? Ja, die ist auf jeden Fall besser. Brauchen wir gar nicht diskutieren hier. so. Get 'em weak. Glaube mir, Will. So schnell geht das nicht. So, das ist eine Jacke. Die natürlich viel, viel besser ist und. Oh Gott, die paar Kilo, mein Gott, die sind mir jetzt auch ein bisschen schnurz. 2,5. So, jetzt ziehen wir die an. Und sind bei 19. Wir ziehen die mal aus. Ziehen. Aber es würde keinen Sinn ergeben. Aha. Okay, die kommt hier rein. So. Da kommt das rein. Haben wir noch irgendwas aufgesammelt? Klamottentechnisch? Nee, ne? Nee, das war's. Alles klar. Jetzt muss ich nochmal. Es tut mir jetzt wirklich leid, die nächsten Parts
vielleicht der Part, ich will ja gleich nochmal woanders hingehen hier, das letzte Mal im Hilton erkunden sozusagen. Es könnte noch sein, dass vielleicht der nächste Part, dass das ein bisschen komisch wird, weil da werde ich sehr versunken sein in der Sortiererei, in was ich mitnehme und werde sehr viel mit mir selber reden, glaube ich. Das Sortieren und das Auslagern ist bei The Long Dark Swan ein, das gehört irgendwie dazu. Tatsächlich. Zu dem Spiel dazu, selbst jetzt hier im Story-Mode. Aber ist dann doch immer ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ja, stimmt. Wir hatten noch diese neue Windjacke. Ah, die Dinge gehen halt auch hier drinnen kaputt. Es gibt ein paar Dinge, die werde ich ersatzteillagermäßig mitnehmen. Sowas wie eine Mütze und ein Schal. Das sind nämlich Dinge, die können wir uns nicht herstellen. Es gibt keine Blaupause für eine Mütze craften oder für ein Schal craften. Die werden wir uns dann mitnehmen müssen. Will's Hemd. Ich denke schon, ich vertraue mir jetzt gerade mal, dass wir schon das Gute und das Beste anhaben. Ich denke mal schon. So, bei 35 Kilo. Also ich kann ja schon mal, soll ich mal einen Reiseschrank packen oder so? Wie viel hat denn der? 20 Kilo. Yep. Ich mach mal einen Reiseschrank schon mal vor. Bereitungsmäßig hier. Packe ich den da rein. Das sei, weil wir das brauchen wir gerade nicht. Zweiten Dosenöffner brauchen wir ja. Also ich muss jetzt auch mal kurz aussortieren, bevor wir losgehen. So. Jetzt sind wir mal nur bei 29 Kilo. Ah ja, das ganze Holz. Passt das überhaupt noch hier rein? Na, natürlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich Holz mitnehmen werde in den Mengen. Holz finden wir immer zur Not. Diese ganzen Rohrkolben-Scheiß. Ich könnte schon vorher überlegen, zum Beispiel, was bräuchte ich denn eigentlich? Kann man die Lupe reparieren? Nein, ne? Nein, okay, gut, so viel dazu. 26 Kilo sollte eigentlich reichen. Wir haben eine Notfallspritze, die ist fürs Klettern jetzt dann essentiell. Genau, jetzt haben wir noch... Gott, gut, jetzt habe ich mich so verrunzt hier gerade mit der Maus. Was auf jeden Fall mit muss, sind diese Sachen hier. Ist das? Ach, die ist noch nicht, gar nicht trocken. Die sollte ich noch mal trocknen. Weil Fälle sind doch wirklich, kriegt man zwar auch immer wieder, aber wenn man sie hat, hat man sie, ne? 1%, die haben wir noch gar nicht getrocknet. Okay, dieser war getrocknet. Wir nehmen die natürlich auch frisch mit. So, die Stoffe, die packe ich erstmal wieder hier rein. Brauchen wir gerade auch noch nicht. Hier diese eine Krähenfeder. Oh Gott, das wird katastrophal, ne? Ich weiß nicht. Es wird katastrophal. Achso, ich wollte mir ja noch... Ich könnte einfach mal... Moment, das habe ich woanders hingepackt. Einfach mal nutzen, dass wir... Wenn ich das Holz schon nicht mitnehmen will, das ist Tannholz, haben wir nicht hier. Benutze das jetzt, um uns Wasser zu machen. Ohne Omis Feuer zu nutzen dafür. Ist mir gerade so umständlich, nochmal zu ihr zurückzugehen. Oh mein Gott. Wäre auch eine gute Methode, mal sein komplettes Inventar komplett auszulernen und dann das zu machen. Puh. Kriegt eine Macke, wenn wir das nicht mitnehmen können. Spielen wir überhaupt noch in der zweiten Episode, Will? Ich habe mir das wirklich alles gut gemerkt. Ab wann spielt man denn Esthood? Man spielt ja Esthood, steht ja fest. Das haben sie ja alles schon mal gesagt, ihr habt. Deswegen, da spoilere ich jetzt niemanden. Und auch nicht mich selbst. So. Aber ich weiß nicht mehr, ob es ab der zweiten Episode war oder erst später.
Habe ich gerade nur einen Liter gemacht? I would do anything for a drink right now. Ganz kurz, weil die Wölfin meinte, wegen den Tassen, diese neuen Tassen, die man jetzt hier findet, diese Emaille-Tassen. Absolut richtig. Eigentlich stehen die total falsch in der Mikrowelle. Man sollte Emaille-Tassen nicht in eine Mikrowelle stellen. Das ist ganz unpraktisch. Wie gesagt, ich wollte halt unbedingt Tassen von den Mumins auch haben. Und die gibt es halt als Emaille-Tassen. Oder ich glaube sogar nur als Emaille-Tassen. Also wenn man die so offiziell kauft und die sich nicht bei Redbubble... Heißt das Redbubble? Da wo ich... Ich habe nämlich mir bei... Heißt das Redbubble? Oder nur Red? Ich weiß gerade nicht, wie die Seite heißt. Da kann man sich richtig coole Tassen und alles machen lassen. Und Sticker und so, da ich meiner Mutti zum Geburtstag Witcher-Sticker machen lassen. Auf jeden Fall. Ja, die sind super. Ich mag halt, ich finde Emaille-Tassen haben was ganz Besonderes irgendwie. Die sind ganz, ganz eigen, aber halt nicht für die Mikrowelle geeignet. Überhaupt nicht. So, ich esse hier mal ein bisschen. Wie viel Zeit haben wir noch? War das schaffen? Hm. Ich guck mal. Ich guck mal, wie das Wetter ist. Oh, ich habe halt irgendwie leichten Durst. Kriege schnell einen trockenen Mund heute. Obwohl ich gar nicht so viel rede vielleicht. Oh ja, ja. Das ist das perfekte Wetter. Okay, alles klar. Ich bereite uns mal. Das muss ich jetzt nutzen. Ich bereite noch Sachen vor, die wir unbedingt brauchen zum Losgehen. Nicht diese. Nicht diese. oh Gott. Warte mal, ich fange mal ganz einfach an, indem ich diesen Schrank aufmache. Gerade nicht weiß, welcher Schall besser ist. Mal gleich nachgucken werde. 04, 088, 06. Okay, klar. Flug da rein. Das kommt mit. Es, wie gesagt, kann auch sein, dass ihr jetzt alle da sitzt und ich denke, Annika, das ist der Story-Modus. Nicht der Sandbox-Modus, darauf musst du gar nicht achten, das findest du alles noch. Das kann alles sein. Das tut mir leid, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Ich muss auf alle gegebenen Umstände bereit sein. Und da sind jetzt schon 6 Kilo drin, aber da ist auch, wollte gerade sagen, da ist auch diese tolle, tolle Seil drin, was wir zum Glück loswerden. So. Dann. Medizin, da kommt auf jeden Fall diese Spritze mit. Die Antibiotika auf jeden Fall. Und einmal das. Oh Gott, das ist schon zu viel. Funktioniert der Trick eigentlich noch? Ich weiß nicht mehr, wie er geht. Ich mache nicht. Ich weiß nicht mal, wie der Trick geht, dass die Sachen wieder bessere Prozent haben. Also zwei Tees. Vielleicht ein bisschen fairer Gebutten-Tees, ja. So, die Schmerzmittel. So. Mein Bartflechten werden wir auch immer überall finden. Bartflechten ist ja gleichzusetzen mit Antiseptikum. Mm. Was bräuchte ich denn aus diesem Schrank hier noch? Das ist den Angelhaken. Diese drei Leder. Oh Gott, die Kohle. 3,3 Kilo. Ich werde bekloppt. Da sitze ich hier auf meiner Kohle fest, hier die Fallspitze auf jeden Fall. Die Schlinge nehme ich nicht mit. Auch wenn ich die Methode nicht. Oder auf jeden Fall.
wenn ich die Methode ja gar nicht mag, die Hasen so zu töten. Okay, ja, hier die auf jeden Fall. Aber was soll ich machen, ne? Ich glaube, ich nehme noch zwei davon mit. Ich kann nicht alles mitschleppen, es funktioniert nicht. Ich würde so gerne die ganze Kohle mitnehmen, aber es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ich glaube, ich muss sogar noch mal den Schrank aussortieren. Alles umlagern. Was packt denn jetzt hier noch rein? Ihr packt hier die beiden Sachen. Das Lampenöl. Der Haken. Dann, die beiden Nähsets. Das Pfeilteil. Pfeilteil? Die Pfeilspitze. Also ich glaube, ich werde sowas hier lassen. Na. Dieses Geräusch da mal. Pff, als ob gleich die Fackel in der Luft geht. Die füllen wir mal komplett auf. Also war das schon und nehme ich mal los. Ich könnte ja sogar mal alles auf 100% bringen, ne? Das wäre noch eine Idee. Um das alles ein bisschen noch auszunutzen. Also, ob das jetzt eine gute Idee ist, weiß ich immer noch nicht, aber was soll ich machen? Oh. Ist gerade sowieso Nebel draußen, meine Lieben. Deswegen auf zum fröhlichen Reparieren. Es kann uns nur, ist für uns gut. Holen wir das Beste aus unseren Klamotten raus, sozusagen. Und sparen vielleicht so gefühlt ein Milligramm an Mitschleppgewicht. Ich kann sowas nicht gut, ne? Merkt man bestimmt. So managen, wie ich was irgendwo mit hinnehme, ist nicht meine Stärke. Eindeutig nicht. I'd eat anything right about now. Ich kann es ja nochmal machen, und sobald wir nochmal zurück sind. Vielleicht verlieren wir noch ein paar Prozente irgendwo. Aber so sieht es ja gerade mal wirklich traumhaft. 20 Grad. Puh. Dinge, die man sich sonst wünscht gerne. Solche Gradzahlen zu haben. Habe ich jetzt einen Stoff? Nee, habe ich gar nicht mehr aufgebraucht. Ach, das Leder noch rauslegen. Ich könnte natürlich, tatsächlich mache ich das. Ah, ein Stoff fehlt. Einfach um ein Leder sozusagen zu sparen. Ich weiß, das lohnt sich eigentlich nicht. Wir sind bei den Schuhen auf 98%. Es lohnt sich nicht, diese Schuhe zu reparieren. Nee, ich mach das doch nicht. Wie viel repariert man? Das sieht man, glaube ich, im Reparierding, ne? Wie viel man repariert. Wir können ja mal ganz kurz. Reparaturumfang 2%. Ja, weil der auf 98% ist. Ich glaube, wie viel macht man da immer? 15% oder so insgesamt? Ich weiß es nicht mehr. Deswegen so immer sowas alles abzuwägen, ne? Wann benutzt man denn das Nähset und wann nicht? Oder, oh, mhm. So. Das kriegt niemals hin. Müssen noch irgendwelche Dinge, müssen noch dran glauben. Auf jeden Fall kann ich mal vielleicht, ich muss ja auch dran denken, dass wir, das ist der falsche Schrank, sowas hier. Kaffee. Also ich glaube, Kaffee würde ich schon gerne mal mitnehmen. Auf jeden Fall diese Packung, die könnte man hier mal essen. Es bringt halt einfach nichts, das hier alles drin zu lassen, ne? Tee nehmen wir auch, könnten wir auch mal 5 mitnehmen. Wir brauchen, Will hat sowieso Hunger. Einen fertigen Kaffee und einen fertigen Kräutertee. Wir brauchen aber auch noch für unterwegs Essen. Oh Gott, bin fertig im Kopf. Oh Gott, das ist... Zum Glück nimmt das nicht so viel
Platz weg. Hier der Tee noch. Den Rest lasse ich mal kurz in meinem Inventar. Tja, ne? Dann könnten wir ja schon wieder schlafen und dann ist auch eigentlich der Part tatsächlich schon zu Ende. Aber ich habe es ja ein bisschen versucht anzukündigen, dass es ein bisschen katastrophal jetzt wird. Weil ich glaube schon, dass wir jetzt kurz vor Ende der Episode sind. Deswegen am nächsten Part kümmere ich mich auf jeden Fall darum, da mal hinzugehen noch. Da habe ich irgendwie noch Lust drauf. Wir hätten uns nochmal Wasser machen sollen, verdammt. Ich habe zu wenig Wasser gemacht. Oder ich trinke einfach mal eine Dose. Empty pit vielleicht? Like a empty mosh pit? Und dann können wir auch, glaube ich, schon langsam losgehen. Sollte ich nicht total hängen bleiben beim Sortieren und beim Aussortieren. Es tut mir wirklich leid. Vielleicht sollte ich irgendwelche Warnungen vor diesem Part setzen. So Sortierparts oder keine Ahnung. Aber ihr verzeiht mir vieles. Ihr netten Leute da draußen. Ich hoffe, euch geht's gut. Vor dem Bildschirm. Weiß gar nicht, wann ihr... Ich glaube, ihr hört und seht das ja erst nächste Woche. Ich glaube, ich bin während dieses Partes gerade unterwegs auf der Gamescom. Ich höre draußen einen Sturm. Das ist nicht so geil. Nochmal eine Stunde. Ist noch nicht mal hell. Auch wenn die Sonne da schon ist, ist es noch nicht hell. Yep, sehr, sehr gut. Alles klar, dann im nächsten Part mal ganz kurz da nach hinten. Ist eigentlich hier um der Ecke. Deswegen ist es ja nichts Großes. Da um der Ecke kurz gucken. Wenn da nichts ist, sofort hier rein. Die Sachen schnappen und dann geht's los zum Klettern, um Gottes Willen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.